Ach, ich habe heute schon eine riesige Enttäuschung gehabt eben. Ich wollte so schön voll AD ein Archel hier aufnehmen. So dicht habe ich auch noch gar keinen gesehen. Aber wenn mein Handy dann so in die Gänge kommt und so eingeschaltet wird, eher dass dann mit Android so langsam hochgefahren ist, ist der Archel hier weg gewesen. Also das waren wirklich nur 5 Sekunden und wir haben eigentlich noch keinen Archel hier gekriegt. So ein Archel hier, der ist auch in der Stadt auch sehr, sehr scheu. Versteckt sich immer gleich hinter den Bäumen und so. Das waren wahrscheinlich schon 2 junge Eichel hier, sonst hätten wir ihn gar nicht so dicht gesehen. Er war vielleicht gerade mal so, vielleicht 7,50 Meter, 10 Meter weg im Gras dort. Na, Sie sehen es nicht so doll dort beim Gebüsch. Ja, mein Handy soweit war, war schon alles vorbei. Gut, fangen wir mal ein bisschen an. Was ist passiert? Es ist gar nichts passiert. Wir sind nicht losgekommen. Es ist einfach zu warm. Und wir haben riesige gesundheitliche Probleme und können auch die nächste Zeit nicht so übernehmen. Wir haben auch schon wieder gelesen, dass es auch schon wieder ab Mittwoch in Frankfurt auch schon wieder weit über 30 Grad wird. Und das können wir gar nicht, weil man hat uns einfach viel zu doll vergiftet. Diese Ärzte, die um uns aktiv waren im April, die kennen uns. Die wussten voll Bescheid, dieser angebliche Psychiater Hasselbeck, ne Nadi? Ja. Wie der sich an der Tür abreagiert hat, das ist unwahrscheinlich. Ja, also das können wir jetzt auch schon 100% sagen, ne? Die da voll dazugehören. Den anderen Arzt, hier nennen wir ihn mal Dr. Canfield, der dann bei mir war und der dann gesagt hat, ich muss erst lernen, wieder mehr Vertrauen zu Ärzten zu haben, als es scheint zu sein. Also überall steht, dass ich Angst vor Ärzten habe. Dem ist nicht so. Ich hatte mich immer am meisten mit Richtern und Ärzten in der Bude. Mit Politikerbonzen. Und Uwe Dietz gerade, der Stasi. Das Ministerium des Innern. Der Polizei und so weiter. Selbstverständlich habe ich keine Angst vor Ärzten, aber es sind genauso eine Gerätemontiere wie in vielen anderen Berufen, die wahrscheinlich, ich weiß nicht warum, sehr, sehr wenig lernen im Studium, sich den Rest nur abschauen und gar nicht wissen, was sie machen an den Menschen. Und der Mensch, der kann froh sein, dass sich die Natur immer ein bisschen selbst hilft, dass der Körper sich selbst regeneriert und repariert. Und es wird dann noch mehr passieren, aber diese Ärzte, die haben voll gegen uns gearbeitet, die kennen uns. Sonst, naja, ein Glück. Also, es wäre so, dass die Sicherheitsdienste der Welt auch schon genug gehört haben im Vorfeld. Sonst wären sie nicht so vorsichtig gewesen. Die wussten schon genau, dass, wie ich gesagt habe, da weiß ich nicht, der Typ, der uns gemeldet hat, da stimmt irgendwas nicht. Ne? Wenn der weitermacht und wir jetzt verschwinden, dann ist was absolut faul. Und es ist auch gut, dass ich nochmal gedroht habe, weil damals fühlten sie sich noch besonders gut, glaube ich. So, und der andere hier, Dr. Canfield. Der bei mir war das ein bisschen falsch eingeschätzt. Ich dachte, er rümpft nur ein bisschen die Nase in seine Überheblichkeit über meine Wohnung und wie ich aussehe. So, nein, nein. Dr. Canfield war sehr wütend und war sehr dünnhäutig und hat das Gesicht zur Faust geballt, weil er das nicht hingekriegt hat, was er machen sollte. Wie er dann reingerutscht ist, wahrscheinlich hat er den ganzen Tag gewartet. Und wir haben auch immer noch wieder Sirenengrüße von Rettungswagen. Polizei kann ich nicht sagen, aber auf jeden Fall Rettungswagen, die dann immer wieder da sind und die sich regelmäßig dann bei uns richtig melden. Das hat also auch noch nicht nachgelassen und das ist auch kein Zufall. Und Dr. Canfield, den ich früher Dr. Senili nannte, aber jetzt müsste in meine Hirnschienen so viel weg, ich krieg's nicht mehr durch und ich habe keine Lust, dass so ein Bursche sich da noch vor Gericht ein bisschen Geld macht, weil ich ihn beleidige. Also deshalb sage ich jetzt Dr. Canfield. Sie müssen das jetzt auch langsam ein bisschen verstehen und so. Und die Psychiater scheinen sowieso keine Ahnung zu haben. Und die scheinen noch nicht mal ihre eigene Psyche zu verstehen. Aber ich bin eigentlich anders. Also ich beleidige nicht. Ich lobe. Und ich finde dann alles besonders gut. Wenn einer besonders frech ist, finde ich ihn doch besonders gut. Und das haben diese Stasi-Affen nicht mehr erkannt. Weil sie... Jetzt ist mir auch alles klar, weil sie hier vorkommen wie die Krösusse. Sie arbeiten da im Geheimdienst, sie haben nichts anderes gelernt. Sie haben auch nichts anderes gelernt, als zu lügen und dumm zu tun und andere Menschen zu täuschen, anderen Menschen am Mund zu reden, weil die Eltern auch schon gesagt haben, da lass sie mal alle schön dumm arbeiten. Du
Du mach mal das genauso, was wir machen. Und dann wird es dir gut gehen im ganzen Leben und du brauchst nicht arbeiten. Weil das ist dieses psychische Problem der SED bevorzugen. Und des Ostblocks. Also, sie haben, dadurch, dass sie geistig gestört sind und schwerste Hirnstörungen haben, nicht nur durch Heroin, haben sie eine andere Lebensauffassung. Die muss man erstmal verstehen. Ihre Lebensauffassung heißt, arbeitet so wenig wie möglich, nehmt so viel Drogen wie möglich und feiert so viel wie möglich. Und Frauen und Männer, die haben ja was Verschiedenes und dann mach so viel wie du kannst. Und dann bist du glücklich. Weil Mami und Papi haben das auch schon so gemacht. Ja, und Mami und Papi, die haben zwar erkannt, dass irgendwas nicht stimmt. Und Mami und Papi haben uns beide auch immer besonders genervt. Und wollten immer den Sinn des Lebens wissen und so. Das verstehen wir heute erst alles so richtig. Weil das begreifen sie gar nicht, warum sie auf der Welt sind. Und wenn junge Menschen das hören, das möchte ich mal sagen. Also Arbeit ist was ganz, ganz Wichtiges. So, und wenn sie verschiedene Sachen machen müssen, weil sie Geld verdienen müssen, dann müssen sie ein schönes Hobby haben. Aber ein Hobby, wo sie auch mal ganz schnell einen Beruf rausmachen können oder wo sie schön was lernen können und wo der Körper, wo der Geist und der Körper und Geist auch eins sind und sie mit zufrieden sind. Wenn sie nicht in ihrem Beruf aufgehen können, weil sie einen Job haben mussten, weil sie müssen leben und ihre Familie ernähren. Oder sich selbst ernähren, wenn sie keine Familie haben. Also da sollten sie immer dran denken. Also das kann ich Ihnen garantiert sagen. Das kann ich noch sagen von meinen Ahnen und Vorfahren. Die haben gewirbelt, das ist Wahnsinn. Meine Großtante, meine Oma, mein Großonkel Hans, meine Großtante Anni, die angeheiratet war, oder Uropa, selbst Uropa, den sehen Sie da auf dem Bild. Oh, der hat uns immer einen Garten in Anzug an. Das war seine Gartenarbeitskluft im Sommer. Oh, so wären die rumgelaufen. Und natürlich hat Ingrid ihn für das Foto gezwungen. Na, und ich habe ja saubere Sachen an. Ich hatte schon meinen ersten totalen Garteneinsatz. Ein bisschen kleiner ist, dann sieht man ein bisschen anders aus. So, und der andere, der war dann am ersten Tag da. Das Baby Ralf. 67 geboren, nicht 63. Ich weiß nicht, was er noch für ein Geburtsdatum benutzt zurzeit. Da ist Ingrid das erste Mal aufgetaucht und hat uns einfach fotografiert. Natürlich nicht vom Haus, damit ich mich nicht ans Haus erinnere. So, und sie haben wirklich immer gearbeitet und geschafft. Natürlich haben sie gefeiert, natürlich haben sie Geburtstag gefeiert, natürlich haben sie gesellig zusammengesessen und die Pausen gemacht und so. Aber sie haben das ganze Leben geschafft. Also wirklich was Sinnvolles gemacht. Sei es im Garten, sei es auf dem Feld, sei es zu Hause, sei es mit dem Haushalt, als meiste waren ja Frauen, sei es Pullover gestrickt oder gestopft oder gehäkelt oder gelesen oder mit der Strickmaschine gestrickt für den kleinen Jörgi, mit der westdeutschen Strickmaschine oder sei es anderen Menschen Freude bereitet. Und so weiter und so fort. Ja, aber nun bin ich ein bisschen von abgekommen. Oh Mensch, das ist aber schon viel. Danke für das Mikrofon.